Hier ist Tina. Schön, dass ihr wieder da seid. In diesem Video möchte ich die letzten 3,5 Monate zusammenfassen und euch zeigen, wie aus einem Ei ein Axolotl wird. In der Axolotl Babyreihe findet ihr alle wichtigen Informationen über die jeweiligen Phasen. Ich werde euch die entsprechenden Videos oben einblenden. Eines Tages im November legten meine Axolotl Eier, von denen ich einige aus dem Becken nahm. Ich legte sie in eine Schale mit Leitungswasser, das ich täglich wechselte. Nach ca. 2 Wochen schlüpfte aus jedem Ei ein kleines Axolotl. Sie sahen wie Kaulquappen aus und hatten weder Vorder- noch Hinterbeine. Nach ca. 2 Tagen begannen sie, selbstgezüchtete Nauplien zu fressen. Es dauerte nicht lange und da waren sie schon 1,5 cm groß. Da Axolotl 1 mm täglich wachsen, war es, als könnte man ihnen dabei zuschauen. Hier sind sie schon 2,5 cm groß und haben angefangen, Daphnien zu fressen. Und inzwischen waren auch die Vorderbeinchen gewachsen. Nach den Daphnien kamen die roten Mückenlarven hinzu. Als sie ungefähr 2,5 cm groß waren, begann ich, ihnen zusätzlich Trockenfutter zu füttern. Dies ist ein Granulat für Baby-Axolotl. Hier seht ihr Evoli, das Mosaik-Axolotl. Er ist etwas Besonderes. In dieser Zeit wuchsen ihnen auch die Hinterbeine. Ich hatte sie auf mehrere große Behälter verteilt, sodass in jedem Behälter ungefähr 6 Tiere waren. Sie hatten angefangen, sich gegenseitig anzugreifen. Ich fütterte abwechselnd Trocken- und Nebenfutter. Und es dauerte nicht lange, da erreichten sie ihre 3 cm. Sie waren immer in ihren großen Behältern, nur zum Filmen nahm ich sie gelegentlich raus. Die Hinterbeine waren gewachsen, aber Füße hatten sie noch keine. In dieser Zeit etwa sortierte ich sie entsprechend ihrer Größe, da sie sehr unterschiedlich gewachsen waren. Im Durchschnitt waren die Wildlinge größer als die Harlekine. Und ihr seht, ihnen waren auch hinten Füße gewachsen. Jetzt haben sie eine Größe von ungefähr 8 cm erreicht. Ich habe sie auf noch mehr Boxen verteilt. Und die tägliche Arbeit des Reinigens der Boxen ist somit mehr geworden. Und hier sind sie schon 10 cm groß. Sie bekommen jetzt nicht mehr das Granulat für Baby-Axolotl, sondern die Axolotl Junior Pellets. Und alle fressen sicher Trockenfutter. In dieser Zeit fing ich an, für sie neue Besitzer zu suchen. Parallel dazu
richtete ich ein kleines Aquarium ein, zum Beispiel für Eboli, für den Kleinen, den ihr hier gerade seht, denn den wollte ich behalten. Ab einer Größe von 10 cm können die kleinen Axolotl in ein Aquarium. Jetzt ist ihr Immunsystem stark genug, vorausgesetzt natürlich, dass sie sicher Trockenfutter fressen. Und so kam es, dass ich mich von einigen Tieren verabschieden musste, da sie ja dann auszogen. Ich zog 38 Axolotl auf. In der gesamten Zeit habe ich 5 verloren. 4 sind gleich am Anfang gestorben, wahrscheinlich weil sie krank waren. Einen habe ich verloren, weil er angegriffen wurde und das nicht überlebt hat. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele überleben würden. Mit ungefähr 12 cm zogen Eboli und die Tiere, die noch erstmal hier bleiben würden, in das kleine Aquarium. Sie hatten sich sofort eingewöhnt und haben auch gleich das Futter gefunden. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ob ich nochmal Axolotl aufziehen würde, würde ich ganz eindeutig ja sagen. Zwar hatte sich der Charakter meiner Wohnung durch diese vielen Boxen erheblich verändert, aber es war eine unglaublich schöne Zeit. Es war sehr interessant, ihre Entwicklung beobachten zu können. Und ich habe die Kleinen richtig lieb gewonnen. Bekommen sie gelegentlich Mückenlarven, weil ich den Eindruck habe, dass sie sich darüber freuen. So, jetzt wisst ihr, wie aus einem Ei ein Axolotl wird. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Vielleicht sehen wir uns ja dann bei den anderen Filmen und vielleicht abonniert ihr auch den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!